ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute wenden wir uns einem Thema zu, was gar nicht mal so schön ist. Im Gegenteil, was man seinem schlimmsten Feind nicht wünscht, und zwar dem Liebeskummer, und schauen, was die geistige Welt an Informationen bereithält, um euch eine kleine Hilfestellung zu geben, die Zeit des Schmerzes, des Herzschmerzes und der Tränen ein bisschen besser überstehen zu können. Auch heute wieder als Quickie-Legung. Das hat sich wirklich als ein tolles Format bewährt. Danke auch für euer Feedback an der Stelle. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, wie immer, dass es eine allgemeine Legung ist. Ja. Nehmt also mit, was resoniert, was nicht resoniert, das lasst ihr gehen. Und das ist ein sehr spezielles Thema. Ja, da ist Schmerz ist nicht vergleichbar. Ja. Egal welche Art von Schmerz. Dementsprechend, wenn ihr persönliche Fragen von mir durch die Karten beantwortet haben möchtet, dann schaut euch mal unter dem Button Mitglied werden um, einfach mal draufklicken, und da könnt ihr dann sehen, wie viele Fragen ihr wie von mir beantwortet bekommen könnt. So, dann, meine Lieben, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Löwen zum Thema Liebeskummer und fragen, wie können die Löwen den Liebeskummer ein bisschen lindern? Was können die Löwen tun? Vielen Dank. So, vier der Schwerter, Königin der Kelche auf dem Kopf, drei der Münzen auf dem Kopf, sechs der Stäbe, der Narr auf dem Kopf und die sechs der Schwerter. So, man sieht alles. Ja, die Hauptenergie hier ist tatsächlich die Meditation, der Rückzug, das Wundenlecken, aber auch die Zeichen sehen. Diejenigen, die schon länger zuschauen, wissen vielleicht, die Vier der Schwerter ist für mich die Karte mit dem Stichwort paranormal. Also die Zeichen sehen, Hinweise in Träumen erkennen. Das können Hinweise von euren Ahnen sein, von eurer geistigen Crew, aber auch aus eurem Unterbewusstsein oder von eurem höheren Selbst. Hinweise, wie ihr ganz persönlich und individuell, jeder einzelne von euch Löwen, die Wunden am besten leckt, sag ich jetzt mal. Ja. Da geht es wirklich um Rückzug, um Kraft auftanken. Was bedeutet das also alles nicht? Blinder Aktionismus, Ablenken, impulsives Handeln darf rausfliegen, spontan Aktionen. Ja. Es ist hier das Gefühl von, man hat euch wirklich das Herz rausgerissen und hier geht gar nichts mehr weiter. Das ist so das übergeordnete Gefühl, ja. Also das heißt, ihr dürft da in dieses Gefühl auch mal reingehen, ohne euch damit zu identifizieren, sondern wirklich, und ich sage es hier in jeder Legung, weil es einfach für mich damals auch so ein wertvoller Impuls war, dieses Gefühl von Schmerz anzunehmen wie ein kleines Kind, was auf euch zugelaufen kommt und getröstet werden möchte, ja, dessen Schmerz, weil es vielleicht hingefallen ist, sich irgendwie wehgetan hat, angenommen werden möchte, getröstet werden möchte, ja, das Gefühl von innerer Sicherheit. Das heißt also, nehmt dieses Gefühl an. Einige von euch Löwen haben auch wirklich das Gefühl, sie kommen irgendwie nie so richtig an oder sind angekommen und jetzt plötzlich irgendwie zerbricht alles, weil der Herzmensch gerade nicht mehr mit euch gemeinsam einen Lebensweg beschreitet, sondern in eine andere Richtung gegangen ist. All diese Gefühle dürfen angenommen werden. Und auch das Bewusstsein darüber, ich habe es in einer anderen Legung schon mal gesagt, dass alle Gefühle, die ihr fühlen könnt, die nicht so schönen und die tollen,
dass die bereits in euch drin waren. Ja? Da kann keiner, da kam keiner und also euer Herzmensch zum Beispiel, kam keiner und hat euch das eingepflanzt und jetzt wieder weggenommen, sondern nur aktiviert. Ja? Das Gefühl von Liebe war bereits vorher in euch drin. Euer Gegenüber war nur der Auslöser, dass ihr es entdecken konntet. Und das heißt eben aber auch im Umkehrschluss, dass dieser Mensch diese Gefühle nicht weggenommen hat, nur weil es jetzt sehr, sehr weh tut. Diese Gefühle sind immer noch in euch drin. Und die könnt ihr auch ohne diesen Menschen spüren. Das ist ganz wichtig, dass ihr nicht denkt, ihr werdet nie wieder so lieben können oder man hat euch was weggenommen oder ihr seid jetzt verdammt dafür, ein Leben lang irgendwie in diesem Schmerz zu verweilen. Ja, ja, viele von euch, ich sehe hier viele von euch, würden sich wünschen, dass da nochmal irgendwie jemand zurückkommt. Wichtig ist hier tatsächlich zu akzeptieren, dass es gerade so ist. Also auch ein bisschen neben dem Annehmen des Schmerzes im Gefühl und auch das im Gefühl sich bewusst machen, dass all die schönen Gefühle eure Gefühle sind und auch immer noch in euch wohnen, nur gerade nicht aktiviert sind, sag ich mal. Auch mit dem Kopf einmal die ganze Sache durchscannen und euch überlegen, hey, wäre das wirklich so freudvoll, wenn dieser Mensch wieder in meinem Leben wäre? Es gibt hier einige von euch, die durch die Beziehung zwar irgendeine Art von Sicherheit bekommen haben, aber gar nicht so ihre Lebensfreude mehr leben konnten. Also da, ihr habt, viele von euch haben sich sehr zurückgehalten, angepasst, limitiert, sich irgendwie so selbst beschränkt fast schon. Ja? Dinge, die ihr eigentlich tun wolltet, das können so ganz banale Sachen sein, die ich immer mal wieder höre, irgendwie, dass man wegen dem Partner nicht mehr so regelmäßig mit Freunden Kaffee trinken geht. Ja? Ganz banales, blödes Beispiel. Sowas, das darf und kann jetzt wieder in euer Leben kommen. Mit den 6 der Stäben habt ihr aber durch diese Trennung auch etwas gewonnen. Und ich denke, es geht hier mit der Hauptenergie und den 6 der Stäben wirklich auch darum, ein tieferes Verständnis zu bekommen und auch endlich mal innezuhalten sich mit Gefühlen zu beschäftigen, die auch sehr, sehr alt sind. Also viele von euch Löwen fühlen nicht nur den Liebeskummer, der entstanden ist durch den Verlust, in Anführungszeichen, des Partners, sondern das ist eine Wunde, die ihr schon hatte, die jetzt wieder aufgerissen worden ist und vielleicht durch diese Erfahrung jetzt nochmal nicht nur aufgerissen, sondern auch noch Salz reingestreut worden ist. Es gibt wirklich für einige von euch die Möglichkeit, dass da nochmal jemand zurückkommt, ja, das sei auch gesagt. Verfallt jetzt aber bitte nicht in Hoffnung. Hoffnung birgt immer ein bisschen Leid in sich. Warum? Weil wenn man hofft, dann gibt man so ein bisschen die eigene Macht ab, ja, und hofft und quält sich von Tag zu Tag, weil man in der Hoffnung nichts tun kann. Zuversicht ist hier das Stichwort. Mit Zuversicht fühlt man sich schon ein bisschen stärker, weil wenn man Zuversicht hat, dann ist man von etwas vielleicht überzeugt oder weiß zumindest, was zu tun ist. Also hier geht es wirklich viel um Meditation, innere Kindarbeit auch und macht euch bewusst, dass diese Erfahrung einen Gewinn von Wissen mit sich bringt. Ihr könnt daran wachsen und auch innerlich zusammenwachsen mit euch selber. Da ist die Chance schlicht und ergreifend zu erkennen, dass Anfang und Ende immer wieder und immer wieder kommen und sich abwechseln. Und dass ihr, wenn ihr euch nur gut genug um euch kümmert, der Kopf auch versteht. Und wenn der Kopf anfängt, ein bisschen mitzumachen, nicht die Kontrolle zu übernehmen, ein bisschen mitzumachen, dann könnt ihr sehr, sehr schnell aus dieser Sache rauskommen. Und auch sehen, was da in der Beziehung euch gehemmt hat und euch von euch selber weggebracht hat.
Für einige von euch ist es genau das, dass ihr sehr viel für jemand anders getan habt. Ihr fühlt euch bestohlen, ja, eurer Zeit bestohlen, eurer Gefühle bestohlen, eures Wertes bestohlen. Das hat dann meistens nichts mehr mit Liebe zu tun. Ne? Das muss man leider dann auch so sagen. Also wenn ich gebe, dann gebe ich, weil ich nichts zurückverlange in erster Linie. Und das mag man vielleicht auch nochmal anschauen. Das ist wirklich eine riesengroße Chance, die hier drin steckt. Und sobald das in eurem System im Gleichgewicht, also sprich Bauch, Herz und Kopf, angekommen ist, kann es wirklich auch sein für einige von euch, dass da jemand nochmal zurückkommt. Das sieht danach aus, als würde man die Beziehung so durchsprechen wie so ein Vertrag, ja. Also ganz vorsichtig aneinander antasten und jeder sagt mal so, was wünscht man sich und was war jetzt nicht so toll und wie kriegt man da die Kuh vom Eis, und dann kann das wirklich eine sehr, sehr gute Sache nochmal werden. Andere von euch entscheiden sich tatsächlich gegen einen Neuanfang, weil sie in der Zwischenzeit so viel Wertvolles in sich selber gefunden haben und lieber den Weg ihre eigenen Ziele und Freude weitergehen. Meine lieben Löwen, wenn ich euch damit helfen konnte, lasst es mich wissen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert auch sehr gerne den Kanal, es kommen täglich Videos raus, dann verpasst ihr keins. Schaltet auch die Glocke ein, dann werdet ihr informiert. Fangt euch in den Kommentaren auf. Nicht großartig bemitleiden, sondern wirklich einfach Empathie. Hey, ich fühle das auch. Fühl du dich mal umarmt, unbekannterweise. Ja, wir schaffen das. Möglicherweise auch Austausch, ja, wie was ihr gemacht habt, wo ihr kurzzeitig ein bisschen Linderung erfahren habt, mit Dingen, die ihr ganz persönlich für euch rausgefunden habt und getan habt. Und lasst andere daran teilhaben. Schaut euch Mond, Venus und Aszendent an. Einfach auf die Playlist klicken. Eure persönlichen Zeichen dafür raussuchen, auch noch anschauen. Erst dann habt ihr wirklich alle Informationen, erst dann wird ein ganzes Bild daraus. Liebe Löwen, fühlt euch umarmt, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.